Willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video, in dem ich euch die Vorab-Version für die Minecraft 1.4 zeigen will. Die 12W23A heißt die, glaube ich. Es ist ja vor einer Weile erst die Minecraft 1.3 rausgekommen, doch jetzt hat Jeb, ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen, schon die Vorab-Version von der 1.4 released. Er hat schon ein paar Ankündigungen dafür gemacht, ein bisschen was gezeigt, aber jetzt kann man es selbst ausprobieren. Zum Beispiel habe ich hier einen Block in der Hand, der sieht aus wie ein normaler Glasblock mit einem Diamantrand. Der heißt noch Work in Progress, weil wahrscheinlich der noch Work in Progress ist. Das sieht mir so aus, wenn man reingeht, wie eine Art Verzauberungsblock, wo man dann irgendwas reintun kann und dadurch dann eine der Verzauberung hier auswählen kann. Oder irgendwie so in der Art, weil das sieht mir ziemlich so aus, wie diese Pyramiden, die da so gebaut sind. Oben ein Diamant, nicht Diamant, ein Goldblock und darunter zwei Smaragde. Die heißen jetzt Smaragde, ich glaube vorher hießen die Emerald, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das haben sie jetzt auch noch verändert, dass die jetzt einen anderen Namen haben. Ja, momentan kann man damit, glaube ich, noch nichts machen. Man kann jetzt alles reinlegen, was man will. Diamanten macht auch nichts, oder... Nein, das geht auch nicht. Das geht auch nicht, oder vielleicht... Kann man da irgendwie ein Schwert reinlegen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht so viel versucht mit dem Teil. Vielleicht, wenn ich da irgendwie ein Schwert reinlege. Kann man nicht mal. Okay, das kann man anscheinend wirklich nur mit den vier Sachen, die hier aufgelistet sind. Wahrscheinlich kann man dann irgendwie aus den Sachen einen verzauberten Stein machen, womit man dann das Schwert verzaubern kann. Hier kann man ja die Verzauberung auswählen. Und bei dem Verzauberungstisch ist ja immer zufällig. Das ist also dann so eine Art... Verzauberungstüchchen, was man haben will, was aber wahrscheinlich, es hat glaube ich nicht alle Verzauberungen, hat nicht alle. Ist dann halt so eine Art einfacher Verzauberungsblock gegen dann Diamanten oder Smaragde oder Gold, Eisen oder sowas in der Art. Dann gibt es noch einen weiteren Block, der jedoch nicht hier zu finden ist. Der heißt, nicht Work in Progress, wie heißt denn der? Comment Block. Kann man hier schon sehen, Comment kann man eingeben. Findet der nichts. Den bekommt man bis jetzt nur, wenn man unten als Comment eingibt GIF, dann euer Namen, dann die ID 137. Das ist jetzt der Comment-Block. Den pflanzt man irgendwo hin. Und da macht man Rechtsklick drauf. Und dann sieht man hier Use LP to target nearest player. Das heißt, dass wenn man da, ja, ich mache jetzt mal GIF, wenn ich dann at P eingebe, ist es halt der, der am nächsten am Block steht. At R, at R ist dann halt der, also irgendein zufälliger. Und at A ist dann an alle Spieler. Wenn man dann eingibt, sagen wir mal, nehmen wir at P an den nächsten. GIF, geben wir uns mal die Comment Blocks. Und davon immer 5. So, jetzt haben wir das da eingegeben. Und jetzt brauchen wir einen Hebel. Und pflanzen einfach daneben. Und dann kann man den immer ausschalten. Und immer wenn man den anschaltet, bekommt man 5 von diesen Comment Blocks. Das kann man dann halt mit jedem Block machen. Da kann man dann noch sagen, ich will... Ich gebe einfach jetzt mal irgendeine ID ein. Ich kenne mich damit nicht aus. 2, dass es sich 3, 7 gibt sowas. Ja, eine Schaufel ist es. Eine Steinschaufel, gut. Und man kann auch add R. Okay, ich bin jetzt die Einzige, dann wird wahrscheinlich ich immer ausgewählt. Ist ja kein Wunder. Man kann aber auch anderes eingeben. Zum Beispiel... Ne, Kill mache ich lieber nicht, sonst bin ich wieder vom Dorf weg und das will ich ja nicht. Ich will hier auch noch was zeigen. Kill oder was es noch alles gibt, Teleport. Also ist halt eigentlich nichts anderes als so ein Comment-Block, das man auch unten eingeben kann. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich dann für die Server gemacht, wo man keine Admin-Rechte hat und sich dann doch ein bisschen was zu geben. Was eigentlich extrem sinnlos ist, weil dann können sie einem auch Admin-Rechte geben. Ich habe keine Ahnung, was jetzt der Sinn von dem Block ist. Gut, dann, dass man mit dem Villager handeln kann, das war ja schon in der vorherigen Version, aber ich glaube, da haben sie jetzt auch noch irgendwas verändert. Ja, die ändern die Angebote nicht mehr. Also, früher war es immer so, wenn man raufgeklickt hat und einem das Angebot nicht gefallen hat, dass man dann einfach wegklicken konnte. Jetzt haben die, glaube ich, immer, ja, ich glaube, die haben immer die gleichen Angebote. Man kann zwar immer noch hin und her switchen dazwischen, aber das geht momentan nicht. Ich mache mir hier kurz zu. Huch. So. Comment Set DW. Ja. Dann kann man jetzt auch, also was jetzt auch neu ist, ich muss ganz kurz gucken, wo sind die Spawn-Eier hier? Zombie.
Die Zombies greifen jetzt die Villager an und die Villager werden dann zu. Na? Oder auch nicht. Na, okay, dann mach ich's nochmal. Jetzt aber. Villagers greifen die Zombies. Oh mein Gott, die sind schneller als die Zombies. Und bist du aus. Oh, jetzt hab ich gerade von Minecraft weggeklickt. Das war extrem schlau. Mach einfach mal so hier. Ach, hier sieht man schon. Das sind Villager-Zombies. Die Zombies sind halt aus den Villagern, kann man sagen. Und zwar, wenn ein Zombie einen Villager tötet, besteht, glaube ich, eine 50%ige Chance, dass er ihn infiziert und dann selbst zum Zombie wird. Und die sehen dann halt so hässlich aus. Lassen wir mal das ganze Dorf hier infizieren. Lalalala. Das ist doch nicht schlecht. Ja, ich mach mal ganz kurz den Sound aus, das nervt. So. Lass mich durch. Lass mich durch, lass mich durch. So. Jetzt können wir mal gucken, ob vielleicht irgendeiner von denen infiziert wird oder ob alle einfach nur sterben. Okay, der ist tot. Der ist auch tot. Will anscheinend nicht so funktionieren. Oh, für den interessiert sich keiner. Doch, jetzt. Okay, anscheinend sterben gerade alle. Nur eigentlich, manchmal ist es dann so, dass sie halt infiziert werden. Aber anscheinend will das jetzt nicht so ganz funktionieren. Ja. Was auch neu ist, dafür gehe ich jetzt mal weg, weil das ist echt nervend gerade. Ich mache mal ganz kurz auf schwer. Je nach Schwierigkeitsgrad haben manche Zombies und manche Skelette jetzt Rüstung an. Man konnte ja vorher schon Rüstungsteile droppen von Zombies oder von. Ja, eigentlich nur von Zombies, oder? Ich glaube, man konnte nur von Zombies Rüstungsteile droppen und die haben jetzt halt. Hier. Der zum Beispiel hat jetzt eine Schaufel in der Hand. Wenn ich den killen würde, würde ich, glaube ich, eine Schaufel bekommen, was extrem intelligent wäre. Oh, der greift mich sogar an, oder was? Oder, ach ne, der ist nur zu mir gekommen. Okay, anscheinend droppe ich doch keine Schaufel. Aber ich glaube, von den Monstern hat man eine höhere Chance, was zu droppen, als von den anderen. Irgendwelche Monster haben jetzt halt auch noch irgendwann mal Rüstung an. Ich glaube, das ist. Ich habe jetzt die Rüstung nur bei Villager-Zombies gesehen, also die Zombies, die dann infiziert wurden von den anderen Zombies. Dorfbewohner. So. Ach, was auch neu ist übrigens, hatte ich vorhin gesehen. Wenn man auf die Villager raufhaut, oder anscheinend doch nicht. Vorhin hat man das irgendwie gesehen. Ich habe da auf den raufgehauen und dann kam da so eine Wolke über den. Das liegt daran, dass der Villager dann verärgert darüber ist, dass ich ihn gehauen habe. Und dann würden, glaube ich, irgendwie seine Angebote nicht mehr so gut oder teurer und alles. Ich weiß gar nicht, ob es. Oh, hier können wir so eine Diamantschaufel kaufen. Das machen wir. Oh, meine. So. Kann jetzt mal sterben, der Villager. Ich helfe auch noch mal ganz kurz nach. Oh. Hat er einen Trank genommen? Ah, da sieht. Da, ah, ja, da sieht man's. Da sieht man's. Da haben einige Zombies jetzt eine Rüstung an. Das funktioniert auch mit Skeletten, soweit ich weiß. Ich probiere es einfach mal. Ja, da. Zu Goldrüstung an und der ist dauert halt schlauerweise länger, den zu töten. Wenn man dort trotzdem nichts. Na geil. Die jagen den immer noch. Nö, anscheinend droppt man nur mit Glück die Sachen, die man haben will. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Gut, gibt's noch was Neues? Muss man überlegen. Rüstung hatten wir jetzt schon. Den neuen Zombie hatten die auch schon. Ich hatte irgendwie auch Baby-Zombies gesehen. Ich weiß aber nicht. Spawnen kann man die, glaube ich, noch nicht. Also mit den Spawn-Eiern. Ich habe noch nie so richtig. Also, ich habe jetzt nur auf Bildern einen gesehen, aber so an sich habe ich noch nie einen im Spiel gesehen. Dann diesen komischen Work-in-Progress-Block. Common-Block. Ja, ich glaube, das war's. Ach so, nee, eine Sache gibt es noch. Und zwar Snooper-Settings.
Das ist sowas, hier steht oben, we want to collect informations about the machine. Das heißt, dass hier ist alles aufgelistet. Hier sind eure Daten von eurem PC aufgelistet. Und da könnt ihr jetzt einmal ausschalten, ob ihr die sozusagen freigeben wollt für die Entwickler von Minecraft. Das heißt, wenn ihr die freigibt, dann gucken sie sich die Werte an und machen je nach euren Werten dann Minecraft in der Richtung, also in der Richtung verbessern sie es dann. Man kann es aber auch ausschalten, wenn man das nicht will. Ich lasse jetzt einfach mal an. Ich glaube nicht, dass die da gleich und meinem PC jetzt infiziert werden. Dadurch wird dann halt Minecraft noch in irgendeiner Weise besser gemacht. Ich weiß nicht, wie sie das besser machen wollen. Alter, ist immer geil. Naja, auf jeden Fall, das war's. Mehr Neuerungen gibt es bis jetzt, glaube ich, nicht. Dann, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, ob euch das Video geholfen hat, gefallen hat oder nicht. Der Download-Link zu der Vorab-Version ist natürlich in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.